Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Würfel sind gefallen. Die CSU hat sich für eine bürgerliche Koalition entschieden, so wie wir es seit Monaten vorausgesagt und auch angestrebt haben. Wir sind der Überzeugung, das ist die bessere Option für Bayern. Wir als Freie Wähler sind seit Jahrzehnten stark in den Kommunen, haben in den letzten Jahren erfolgreiche Arbeit im Landtag geleistet und haben bewiesen, dass wir es können. Wir haben auch bewiesen, dass wir die allgemeinen Themen draußen kennen, dass wir die Alltagsprobleme der Menschen zur Kenntnis nehmen und dass wir Lösungsansätze für Stadt und Land haben, dass Ideologie bei uns keine Rolle spielt, dass wir ohne Ansehen der Herkunft eines Themas die Dinge betrachten und bewerten. Und ich kann Ihnen auch voraussagen, dass wir auch Themen, die Grünen jetzt bespielt hatten im Wahlkampf, massiver aufnehmen werden. Natürlich sind Themen wie Flächenfraß, Energiewende und so weiter für uns nicht neu. Wir sind im Bereich der Energiewende vielleicht sogar die besseren Grünen, weil wir tragfähige Konzepte haben. Und wir haben auch für die Städte Programme und fürs Land. Ich glaube, dass eine bürgerliche Koalition auch Signalwirkung über Bayern hinaus haben kann. Ich glaube, dass mittlerweile Bayern das einzige Bundesland ist, das überhaupt noch bürgerlich regiert wird. Das heißt, wir haben es verhindert durch unser starkes Auftreten, durch unseren Pragmatismus, dass komische Parteien zu stark geworden sind und damit nur noch mit Grün regiert hätte werden können. Wir haben weiterhin eine Chance, damit in der bürgerlichen Mitte Themen anzufassen, die in anderen Bundesländern nicht mehr gehen. Wir wollen weiterhin bäuerliche Landwirtschaft, ländlichen Raum nicht als Widerspruch sehen zu einer städtischen Politik, wo wir von Wohnungspolitik bis hin zu besseren Verkehrsideen Ansätze mitbringen. Details zu Koalitionsverhandlungen oder zu den Vorsondierungen kann ich leider nicht geben, aber blättern Sie unser Parteiprogramm, unser Wahlprogramm durch auch zuletzt. Dort haben wir sehr viele Lösungsansätze für diverseste Probleme geschildert. Und natürlich versuchen wir sehr viel von diesem Wahlprogramm durchzusetzen. Das ist im Prinzip auch die Richtschnur für unsere Koalitionsverhandlungen. Schauen wir mal, was die Gegenseite hier auf den Tisch legt. Aber insgesamt muss es in Bayern sehr schnell gehen. An uns hat es von Anfang an nicht gelegen. Wir haben uns schon im Wahlkampf klar für diese Option geäußert. Trotz aller Rivalitäten, trotz aller auch Unterschiede im Einzelnen sind wir doch, glaube ich, in der bürgerlichen Mitte gemeinsam mit der größten Schnittmenge unterwegs, können damit auch ideologische Konflikte für die Zukunft in meinen Augen ausschließen und können Bayern Stabilität auch für die nächsten 5 Jahre gewährleisten. Und ich bin überzeugt, dass wir auch mit Herrn Söder einen Partner haben, der vielleicht nicht immer einfach ist, wo ich durchaus in der Vergangenheit mit ihm meine Rivalität gehabt habe, aber beide sind Profis genug, damit umzugehen. Wir hatten hier auch in den Sondierungsgesprächen eine sehr angenehme Atmosphäre, fast eine kollegiale Atmosphäre, auch mit den anderen Kollegen der CSU. Wenn wir das so vorwärts treiben können, und das wollen wir, dann bin ich zuversichtlich, dass wir den Koalitionsvertrag vielleicht schon vor dem letzten Stichtag in der Tasche haben und unterschreiben können. An uns soll es dabei nicht liegen. Wir haben konkrete Vorschläge, wir haben einen gesunden Pragmatismus, der auch Schnittmengen herausarbeitet, der trotzdem Probleme offen anspricht. Es geht uns auf alle Fälle auch darum, eine Gesinnung in diesen Freistaat Bayern hineinzubringen, wo wir wieder mehr Freiheiten sehen, weniger Kontrolle, weniger Parteigetue von oben, sondern mehr Einbindung der Bürger, also eine breitere Aufstellung auch des Bürgerwillens. Wir wollen auch mehr auf Bürgerinitiativen, auf Bewegungen draußen hören, die irgendwo ein Problem mit politischen Entscheidungen haben. Es gibt natürlich den Spruch, jedem kannst du es nie recht machen, aber unsere Maxime ist, man muss es zumindest versuchen. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Haltung rangehen, auf die Menschen draußen zu hören, dann werden wir unserem eigenen Anspruch gerecht. Wir haben uns immer als Graswurzelbewegung gesehen, die schon auf kleinste Verwerfungen, auf kleinste Signale aus der Bevölkerung hört, die Dinge rechtzeitig aufgreift und einen politischen Gesamtkonzept einstellt.
Und ich glaube, dass es auch herausfordernd sein wird mit den neuen Landtagsfraktionen und auch mit den bisherigen, die teilweise ja geschrumpft sind, zusammenzuarbeiten. Wir wollen hier auf alle Fälle eine Arbeitsatmosphäre hinbekommen, dass man sich da drin nicht bekriegt, dass dort nicht offener Schlagabtausch um ideologische Themen entbrennt. Wir wollen unsere Themen auf bayerische Themen lenken, wollen dafür kämpfen, dass nicht ideologische Anträge ja den Arbeitsablauf lahmlegen, sondern dass wir mit den Themen der kleinen Leute Politik machen, dass wir uns ums Machbare kümmern, nicht Debatten führen, die viel Geld kosten, mit vielen neuen Abgeordneten und am Ende des Tages ja die Erkenntnis bringen, dass null rausgekommen ist. Wir wollen Erfolge für unser Land. Wir wollen den Bürgern das liefern, wofür sie gestimmt haben, eine pragmatische, eine anständige, eine vernünftige Politik. Das waren unsere Slogans auch im Wahlkampf für eine vernünftige, stabile Regierung. Vernunft glauben wir mitzubringen, Stabilität ebenfalls. Jetzt geht es dann ans Regieren, vorher natürlich noch einen Koalitionsvertrag auszuhandeln. Es wird noch ein schönes Stück Arbeit werden, trotzdem sind wir der Überzeugung, jetzt ist die Lokomotive auf dem richtigen Gleis und jetzt muss sie Fahrt aufnehmen und wir freuen uns auf diese Herausforderung. Vielen Dank, Robert Reifanger.